Die 50er Inzidenz, sie soll noch vor der Bundestagswahl im September Geschichte sein. So will es zumindest Gesundheitsminister Jens Spahn. Doch nicht jeder ist mit dem Vorhaben einverstanden. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hält die Abschaffung für einen Irrweg. Es sei das falsche Signal, dass die Inzidenz nicht mehr wichtig sei, so seine Begründung. In Zukunft soll die Belegung der Betten das ausschlaggebende Kriterium sein. Nordrhein-Westfalen hat die 100er-Marke gerissen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit fast doppelt so hoch wie der bundesweite Schnitt. Ganz vorn Leverkusen, Inzidenz 206. Vor einiger Zeit wäre hier wohl sofort Lockdown angesagt. Und jetzt? Grundsätzlich denke ich, dass Inzidenz nicht mehr so das richtige Mittel ist. Viele Leute sind geimpft. Also ich gehe mal stark davon aus, dass man da eher die Krankenhausbetten beurteilen sollte, wie der Status dann wäre. Genau so soll es nach dem Willen des Corona-Kabinetts laufen. Jetzt muss nur noch der Bundestag zustimmen. Die 50er-Inzidenz im Gesetz, die hat ausgedient. Die galt für eine ungeimpfte Bevölkerung. Wir haben mittlerweile ja auch viele Menschen, die sich haben impfen lassen. Der neue Parameter ist dann die Hospitalisierung. Gemeint ist damit die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen. Doch wird der Inzidenzwert ganz gestrichen, ist nicht mehr absehbar, wie viele Menschen erkranken werden, kritisiert SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Die Hospitalisierung kann alleine die Inzidenz nicht ersetzen, weil an der Inzidenz können wir sehen, wie viele Menschen erkranken, wie viele Kinder also infizieren sich, wie viele Long-Covid-Fälle werden wir haben. Bundesweit werden derzeit rund 770 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Im Hamburger UKE sind es 10. Alle sind noch nicht vollständig geimpft, Durchschnittsalter 53. Wir haben jetzt jüngere Patienten, die werden über Monate schon an der künstlichen Lunge einfach behandelt. Und insofern sollten wir einfach jetzt alle Bemühungen da reinlegen, dass wirklich diese Unentschlossenen, diese Impfzauderer, das sind noch immer 20%, dass die jetzt geimpft werden. Bundesweit gilt ab jetzt geimpft, getestet oder genesen. 3G muss sein, wer sich in öffentlichen Innenräumen aufhalten will, wie in Restaurants, Fitnessstudios, beim Friseur und Co.